Hallo und herzlich willkommen hier zu Tontechnik für Dummies. Ich dachte mir, ich hebe die Tontechnik für Dummies-Reihe mal auf die nächste Ebene. Ich verscreencaste das einfach mal. Und jetzt im ersten Teil möchte ich euch mal zeigen, wie man irgendwas schneidet. Warum man denn überhaupt schneidet und auf was man eben achtet. Ich habe zu diesem Zweck hier ein Lied in mein heißgeliebtes Amadeus geladen. Und das hier ist jetzt nur zu Demo-Zwecken. Ich werde die weiteren Screencasts dann lieber mit dem GarageBand machen, weil wir das alle irgendwie installiert haben. Und dort kann ich genauso gut die Dinge zeigen, die ich zeigen möchte. In diesem Screencast möchte ich jetzt mich eben auf den Audioschnitt konzentrieren. Dieses Thema habe ich schon mal gehabt in einem Blog-Eintrag bei mir. Und wie gesagt, das soll jetzt eben die Screencast-Reihe dazu werden. Und was ich hier zeigen möchte, ist, wie man aus diesem Lied ein kleines Demo schneidet, sozusagen. Also einfach nur einen kleinen Ausschnitt rausschneidet. Ich gehe dazu her und kürze jetzt erstmal hier vorne dran den Teil. Das geht eigentlich ganz einfach, Apfel links, rechts kurz mal gedrückt, weil hier diese Marker gesetzt sind und die helfen mir eben hier beim Schneiden. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Genauso gehe ich auch her und schneide einfach nach hinten weg. Hinten raus alles weg, weil wir das jetzt für diesen Screencast nicht brauchen. Dann ganz wichtig reinhören. Bevor wir allerdings reinhören, mache ich jetzt noch hier diese zwei Marker hier weg und jetzt geht's los. So geht es dann eigentlich immer weiter bis hier zu der Stelle. So, mal angenommen, wir wollen jetzt hier in der Mitte, direkt hier ist es ja wieder losgegangen, lauter zu werden. Also hier hat es mal kurz aufgehört. Und jetzt wollen wir hier die 1 rausschneiden. Wie ihr hier vielleicht erkennen könnt, gibt es immer solche Wellenberge, das sind sogenannte Transienten. Und diese Transienten helfen uns jetzt hier beim Schneiden. Und zwar muss man beim Schneiden einfach darauf achten, hier sozusagen eine schöne Welle zu finden, die beim Mittendurchgang, also beim Nulldurchgang zu finden und ab dem Nulldurchgang dann eben zu schneiden. Hier jetzt würde ich sagen, ist der hintere Teil hier ungefähr auf dem Nulldurchgang. Der Nulldurchgang ist deswegen wichtig, damit das Endresultat nicht knackt. Jetzt sehen wir mal kurz rein, ob ich da auch wirklich die 1 erwischt habe. Ich zoome wieder raus und gehe ein bisschen nach hinten. Man hört es hier hinten. Hier hinten raus, seht ihr hier, habe ich nicht die 0 erwischt, deswegen knackt es hinten raus, wenn es eben aufhört zu spielen. Ja, hört man ganz deutlich. Okay, also Selektion erweitern, nach hinten, beziehungsweise will ich ja eigentlich ja das vordere Stück wegschneiden, also machen wir dasselbe nochmal rückgängig und das vordere Stück per Backspace jetzt einfach weggeschmissen. Vorne rein möchte ich einen kleinen Fade haben, der vielleicht so eine halbe Sekunde geht, da kann man sich hier die Zeitleiste unten zur Hilfe nehmen. Das Faden macht man deswegen, um halt einfach nur so ein kleines Intro sozusagen zu haben. Ich mache jetzt hier mal Fade in. Und schon haben wir hier so ein kleines Intro von unserem Demo. Was es eben uns hier hilft, auch schön zu schneiden. Das Schöne an diesem Fade in ist auch, mal angenommen, ich hätte hier jetzt nicht schön am Nulldurchgang geschnitten gehabt, wenn ich eben einen Fade mache, dann ist die Welle auf jeden Fall am Nulldurchgang, heißt also, wenn es knackt, irgendwo, wenn ihr was schneidet, macht einen kleinen Fade rein und schon ist alles wieder sicher. Und jetzt wollen wir hier mal 4 Takte rausschneiden. Selektieren wir hier mal was raus. Hier ist die nächste 1. Wer mitgezählt hat, weiß das auch. Und es hilft immer wieder einfach, das, was man hier schneidet, anzuhören und einfach immer gegen zu checken, ist denn das jetzt wirklich die 1 oder ist da jetzt noch mehr Dreck vorne dran, wenn ich das nach hinten schiebe und jetzt mal anhöre.
hört man, da ist noch ein kleines Stückchen vor der Bassdrum da. Im Gegenzug dazu, wenn ich nach hinten gehe, da fehlt zu viel von der Bassdrum. Also muss ich hier irgendwo in der Mitte hin, um die Bassdrum zu erwischen. Gehen hier an den Anfang. Es scheint wohl hier irgendwo zu sein. Wie gesagt, Nulldurchgang ungefähr finden. Backspace drücken. Ups, Entschuldigung. Noch nicht Backspace drücken. Erst die Selektion natürlich nach hinten raus verlängern. Bisschen reinzoomen wieder. Jetzt hören wir mal kurz rein, ob es knackst am Schluss. Ja, perfekt geschnitten. Jetzt würde ich hier einfach einen etwas längeren Fade machen. Und eben hier einen sogenannten Fade-Out. Zack. Und wenn wir jetzt nochmal reinhören, können wir unser Meisterwerk begutachten. Ja, und das war es auch schon, was ich hier zum Audioschnitt in diesem Programm zeigen wollte. Tschüss!